Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du dir wieder ein Video von mir anschaust. Lumina Neo hat unzählige Möglichkeiten, das Foto anzupassen, ganz viele Effekte. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist. Du hast ein Bild gemacht, du denkst, oh, das sieht super aus. Und mit Abstand betrachtet, so ein paar Wochen danach, denkt man, vielleicht hätte man doch nicht ganz so tief in die Trickkiste reingreifen müssen. Vielleicht hätte ein bisschen weniger Effekte auch getan. Es kommt immer darauf an, natürlich, wofür man das Bild braucht. Bei Instagram, da ist es dann so, na, da kann man ruhig mal ein bisschen übertreiben. Das ist eigentlich üblich da bei den Fotos. Wenn man aber was ausdrucken möchte oder woanders präsentieren, dann ist halt die Frage, ob da immer der tiefe Griff in die Trickkiste wirklich die richtige Wahl ist. Und ich zeige dir jetzt eine Möglichkeit, wie du wirklich alle angewendeten Effekte in einem Aufwasch mit einem Regler dosieren kannst. Du kannst also im Nachgang dann alle Effekte ein bisschen zurücknehmen oder wieder reinbringen, ohne dass du in diese Seitenleiste gehst, wo die einzelnen Bearbeitungsschritte drin sind und jeden einzelnen Bearbeitungsschritt anpackst. So hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, vielleicht zwei Versionen deines Fotos zu machen. Eine für Instagram, voll übertrieben, und eine für einen Fotoausdruck oder andere weitere Präsentationen, der dann deutlich näher an der Realität ist als das andere Bild, was du vorher exportiert hast. Wie das Ganze geht, das siehst du jetzt in meinem Video. Viel Spaß dabei! Ich starte hier mit diesem Foto erst einmal mit einer ganz normalen RAW-Bearbeitung. Und die mache ich einfach mal im Schnelldurchlauf und dann geht es gleich weiter. Das muss jetzt erstmal reichen. Den nächsten Schritt, den ich jetzt mache, ich dupliziere dieses Foto. Das obere Foto blende ich jetzt erst einmal aus. Das brauche ich ja nur, um nachher eventuell wieder zurückzusetzen. Und auf dem unteren Foto kann ich mich jetzt mit den ganzen Möglichkeiten von Lumina Neo so richtig austoben. Ich würde jetzt hier erstmal ein bisschen die Akzente hochnehmen, den Himmel verstärken. Auf jeden Fall mal den neuen Wasseroptimierer anwenden. Mal gucken. Hier noch ein bisschen nachbessern. Da hat er noch ein bisschen Wasser vergessen. So schön blau machen das Wasser. Ich kann es jetzt ruhig ja mal ein bisschen übertreiben, damit man nachher den Unterschied besser sieht. Dann gehe ich auf Struktur. Aber ich möchte gerne hier in die Felsen ein bisschen mehr Struktur bekommen. Das geht auch wieder prima mit der Objektauswahl. Wenn er dann gleich alle Objekte erkannt hat, dann kann ich hier das markieren. Ein paar Steine fehlen noch. Und die großen Steine, die im Wasser sind, die nehme ich einfach auch nochmal mit. So reicht das aber. Und dann passe ich das an, indem ich ein bisschen mehr Struktur reinpacke. Ein bisschen mehr, ein bisschen viel mehr. Okay. Ja, was kann man noch machen? Ich würde jetzt nochmal das Wasser ein bisschen glätten. Das kann ich hier mit dem Mystich ganz gut machen. Und da kann ich jetzt auch wieder auf Maskieren gehen. Wieder die Objektauswahl, die übrigens mittlerweile, glaube ich, so eins meiner Lieblingserweiterungen ist, die Lumina da in letzter Zeit bekommen hat. Und dann mache ich das Wasser so ein bisschen glatter. Ja, so. Und wenn ich mir jetzt mal vorher und nachher angucke, allerdings sehen wir dann auch quasi das Vorher vor der RAW-Bearbeitung, sah das Bild erst so aus und jetzt so. So, und wenn ich mir jetzt überlege, naja, vielleicht ist das ja doch ein bisschen viel, habe ich natürlich die Möglichkeit, hier in Änderungen reinzugehen und jeden einzelnen Schritt
ein bisschen runterzunehmen und das nochmal zu variieren. Mit der Methode hier kann ich aber alles auf einen Schlag machen. Ich gehe nämlich jetzt einfach mal rein, sage diese Ebene wieder anzeigen. Und in dem Augenblick überlagert natürlich diese Ebene komplett die untere. Und man sieht gar nichts mehr von den Änderungen. Mache ich die Deckkraft auf 0, dann ist dieses obere Bild quasi unsichtbar oder durchsichtig. Und ich kann das untere komplett sehen. Und jetzt kann ich durch leichtes Schieben mit dem Regler die Effekte langsam zurücknehmen, indem ich mich immer mehr wieder an das Originalbild annähere. Und das Ganze kann ich jetzt so lange machen, bis ich meine, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, an dem es nicht zu übertrieben wirkt. So habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Bild zwei Veröffentlichungen zu machen. Ich kann sagen, ich hau das Ding in Instagram rein. Also volle Pulle mit den Effekten, weil die Instagram-Fotos immer so ein bisschen übertrieben meistens sind. Und wenn ich es dann irgendwie ausdrucken möchte oder irgendwo anders zeigen möchte, dann gehe ich hier eben nur auf die Hälfte der Effekte. Ja, du siehst, mit Ebenen kann man eine ganze Menge machen. Ich hoffe, das Video war für dich nützlich und hilfreich. Und vielleicht hinterlässt du einen Kommentar, gib dem Video ein Like, wenn du magst, und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Egal, was du tust, egal, was du lässt, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.